Herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und der Finalrunde der ersten Ausgabe der ersten Runde der zweiten Staffel der Arena und ja, voll gut, ey. Also, wir sind in der Finalrunde. Für euch nochmal hier die Ergebnisse der Vorrunde. Wir haben gekämpft. Grün von Spielerpatent gegen MS Cassandra Marie 1 von Jan, wobei MS Cassandra Marie 1 von Jan gewonnen hat. Und in der im zweiten Kampf Glas Eagle von Zero 03 gegen Glas Grams von Ruin, der auch den Designpreis bekommen hat. Da haben die Glass Grams von Ruin gewonnen. Deswegen haben wir jetzt die Konstellation um den dritten Platz. Kämpfen Grün von Spielerpatent und Glass Eagle von Zero 03. Und um den ersten Platz kämpfen MS Cassandra Marie 1 von Jan und Glass Grams von Ruin. Wir wollen direkt anfangen hier in einem frischen Designer und laden mal Seite gegen Seite. Ich orientiere mich jetzt mal hier an dieser Insel. Fangen wir an mit Glas Eagle und Grün. Wir laden zuerst Grün von Spielerpatent. Hier White Flayers. Einmal seitlich. So, gar nicht so weit weg. Und ungefähr so. Den Glas Eagle von Zero 03 in nicht wieder den White Flayers. So. Also. Kampf um Platz Nummer 3, die erste Runde. Lass die Glaskugel, Glasdinger fliegen. Lass sie fliegen. Da kommt schon mal ein Schuss rüber. Und da kommen noch Kugeln. Hier hat natürlich Glasigel jetzt den Vorteil, der kann schon schießen. Da hatten wir letztes Mal schon, das war das große Problem hier von Grün, dass der so lange braucht zum Laden. Jetzt hat er geladen, er schießt. Und zwar riesige Dinger, die hier auch sofort getroffen haben und hier unten alles zerreißen. Das heißt aber nicht, dass er noch eine Chance hat, denn seine KI ist hier schon wieder weg. Geschossen. Der Glasigel denkt sich, ach nö, ich... Attacking Salvage hat er eigentlich drin, aber er schießt trotzdem nicht mehr. Aber der Glasigel ist noch aktiv. Und sonst passiert nichts. Das heißt, Runde Nummer 1 geht hier also auf jeden Fall mal an den Seeigel bei unserer ersten Schlacht. Jetzt habe ich schon wieder Seeigel gesagt. Glasigel, es geht hier um Glas. Ich mache einen Restart des Designers. Wir kämpfen jetzt Front gegen Front. Und Load Vehicle. Zuerst den Glasigel, genau, in Onyx Watch zum Beispiel rein. Und Pause mal kurz. So. Und schmeißen dann hier Grün von Spielerpatent hin. Runde Nummer 2 im Kampf um den dritten Platz. Lasst die Kugeln fliegen. Es ist immer nur die Frage, wie lange hält Grün aus, um auch wirklich zum Schuss zu kommen? Und wenn es zum Schuss kommt, reicht es noch aus. Denn hier ist schon wieder alles kaputt. Ist da überhaupt noch eine KI da? Nein, KI ist schon weg. Kaputt. Also, mich würde es echt interessieren, woran das liegt. Bin leider noch nicht dazu gekommen, das auszutesten. Naja, und ihr könnt euch denken, die Aufnahme habe ich schon gemacht, bevor ihr auf das andere Video antworten konntet. Echt interessant hier. Schade für Spielerpatent. Ich meine, richtig, richtig große, fette Kanonen drauf. Aber eben das Problem, dass es lang braucht zum Schießen. Bis dahin ist es eben schon in viele kleine Fetzelchen zerschossen. Also, 2:0 für den Glasigel. Wir restarten den Designer und machen noch die letzte Runde. Vielleicht... Aber auch nur vielleicht hält es das ja denn länger aus. Ich lade jetzt mal hier Grün von Spielerpatent Twin Guards und kann das sogar im Menü pausieren. Das gefällt mir. Wenn ich das schon früher gewusst hätte, dann mache ich hier jetzt so eine 180-Grad-Drehung. Hoffentlich passt es auch gegen Glas Eagle von Zero.
Also die Runde Nummer 3 ging um den dritten Platz. Es steht 2:0 hier eben für den Glasigel. Lasst die Kugeln fliegeln, beschießt euch, tötet euch, fetzt irgendwas auseinander. Lasst krachen. Komm schon. Die riesigen Kanonen müssen doch für irgendwas gut sein. Kaboom. Noch hat es das Ding nicht komplett zerrissen dieses Mal, aber... Oh ja, dem Glasigel hat sie hinten komplett den ganzen Arsch weggefetzt. Dafür sind sie gut. Oh, da flog aber noch eine Kugel. Die hat hier grün ganz, ganz empfindlich in die Mitte getroffen. Und da kam noch eine weitere Kugel. Der Glasigel, der sich hier schön auf die Seite liegt, schießt aber noch. Grün schießt nicht mehr. Grün hat keine KI mehr. Grün hat keine KI mehr. Nein, er hat es geschafft zu schießen. Also es grün hat es geschafft zu schießen. Also noch vorzeitig. Oh, das Ding repariert sich aber richtig schnell hier. Hat ihm den Arsch weggeschossen. Er hat sich auf die Seite gelegt. Es hat aber nicht gereicht. Das heißt, Seeigel hat diese Runde 3:0 gewonnen und ist somit auch, wie ihr es hier auf der auf dem Ergebnisding seht, jetzt Dritter geworden. Leider nur einen vierten Platz für Grün und also Spielerpatent mit seinem Grün. Ja, trotz Riesenkanonen. Größe ist halt doch nicht immer alles. Wir gehen weiter. Und zwar restarte ich den Designer und gehen in die absolut finalste Finalrunde um den Platzo Numero 1. Der um den kämpfen hier einmal MS Cassandra Marie 1 von Jan seitlich geladen und um so ungefähr und die Glasscrams von Ruin ein bisschen runter mit dem Designpreis. Oje, naja, passt schon. Finalkampf, erste Runde, los geht's. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sich unsere beiden Finalisten hier schlagen. MS Cassandra Marie hat ja viele Kanonen und trifft auch direkt da hinten, verreißt auch schon einen wegen einer Kollision. Da ist doch gar nichts, wieso ist das explodiert. Interessant. Ach, der hat es so eingestellt, dass sobald das Ding auftrifft, die Dinger explodieren. Also mit einem Altitude Fuse. Und hier, oh ja, der Vorteil ist halt von diesen Glasscramps, die können auch unterschiedliche Ziele auf einmal anvisieren. MS Cassandra Marie hat nur eine KI, wird deswegen auch nur ein Ziel gleichzeitig anvisieren. Wobei man auch hier sagen muss, grünes Teil zerstört, wie wir behaupten. Weiß liegt auf dem Kopf, gelb zerstört. Also die Dinger zerreißt hier schon auch ordentlich. Und MS Cassandra Marie ist schon auch gut aufgebaut. Lebt auch noch so weit. Schießt noch. Schießt leider daneben. Ja, die Dinger sind auch recht flott und agil und scheiße. Hui! Und da hinten fahren die wieder gegeneinander. Also ich glaube, dieses Mal haben sie fast schon mehr wieder sich selber zerstört, als die Cassandra Marie zerstört hat. Wobei die Cassandra Marie hier schon auch ordentlich was weggeschossen hat. Ich würde es mal behaupten, hier Türkis-Cyan ist das einzigste. Nein, da hinten schießt Weiß. Aus dem letzten Loch hier. Aber man sieht auch schon, sobald die Cassandra Marie auch mal trifft, sind die Dinger gleich tot, quasi. Oh, hier, gelb lebt auch noch. Oh, ich weiß gar nicht, wohin, weil zu viele sind. Hier was, da was. Oh, da kam Weiß gerade noch mal davon. Aber das mit dieser Altitude Fuse finde ich hier ziemlich cool. Also wenn es noch in der Nähe irgendwo im Wasser auftrifft, geht auf jeden Fall was durch, aber wenn die Dinger unter Wasser gehen, dann kommt Cassandra Marie hier nicht mehr ran. Eieiei. Aber es sieht tatsächlich auch ziemlich gut jetzt aus für die Cassandra Marie, wobei es ist eigentlich noch überhaupt nicht entschieden. Sie schießt zwar noch, aber sieht auch schon ziemlich böse aus. Durch die Struktur wird sie aber auch jetzt nicht mehr so gut getroffen. Die großen Ziele sind weg. Uiuiui, da wurde gelb ziemlich derb getroffen. Kanone weg. Ui, und was war das hier hinten? Weiß hat hier einen schönen Treffer gelandet. Wobei die Kugeln sind noch aktiv. Ja, die Kanonen sind noch aktiv. Also, meinen höchsten Respekt, Herr Jan.
Also dieser Aufbau, ja, da hat einer sehr, sehr, sehr gut aufgepasst. So, ich sag mal, beim Thema Fragmentierer in der letzten Arena, da hast du wohl sehr viel gelernt dabei. Das hat hier richtig gut funktioniert. Also das Teil, das geht richtig ordentlich. Okay, es schießt sich auch selber ab, ja. Da kennst nichts, aber wir haben hier noch Glasscrams übrig, die soweit lebensfähig sind, aber nicht mehr schutzfähig. Sie reparieren sich zwar noch, also der repariert sich noch. Der blaue ist auch der, wo als einzigster gerade eben noch als lebendig galt. Und jetzt eben nicht mehr. MS Cassandra Marie 1 sieht sehr ramponiert aus, ramponiert sich selber auch noch mehr, aber hier eindeutig gewonnen. Ja, war ein harter Kampf, ziemlich krass, aber 1:0 für MS Cassandra Marie. Wir starten den Designer neu, auch wenn hier noch weiter geschossen wird, bringt das gerade nicht so weit, aber wir wollen auch noch sehen, was weiterhin passiert. Wir haben jetzt Front gegen Front. Da sollten die Glasscrams auch wieder ein gutes Stück schneller drin sein. Wobei, ja, ich der Meinung bin, das spielt hier keine große Rolle. Hier MS Cassandra Marie hin. Zack, bumm, peng. Und Runde Nummer 2 im Finalkampf. MS Cassandra Marie gegen die Glasscrams. Kugeln frei. Oh, da gehen Schüsse daneben. Priorität wird, Ziel wird geändert. Und schießt. Und die Glasscrams brauchen noch ein bisschen länger. Es scheint schon so nach dem Kaliber zu sein. Je größeres Kaliber, umso länger brauchen sie natürlich zum Nachladen. Aber eben, dass die also nicht aufgeladen eben, spawnen, sondern sie müssen erst nachladen. Da ist natürlich MS Cassandra Marie mit einem recht kleinen Kaliber gut dabei. Und nimmt hier schon ein Glasscram nach dem anderen auseinander. Uiuiui, das sieht ja schon aus wie ein richtig herbes Schlachtfeld. Da hinten geht rot in Luft auf, löst sich in Luft auf. Ah, noch nicht ganz. Das war nur so ein seitlicher Treffer. Schießt noch. Schießt selber zurück, ja. Und hat hier auch einen Treffer gelandet. Wow. Und ich glaube, das war's jetzt mit rot. Da ist nur noch ein Spitzchen übrig. Und die anderen sind jetzt alle schon weg? Nö. Da ist noch Türkis, fährt hier irgendwo rum. Hat da überhaupt noch irgendeiner eine Kanone drauf? Ja, blau. Ach nein. Ach, das Problem ist, MS Cassandra Marie ist tot. Nein, 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 nein. Da haben sie es geschafft, die KI wegzuschießen. Das ist nur ein Waffencontroller. Ich glaube, die saß hier unten drin. Das heißt, MS Cassandra Marie dieses Mal besiegt. Es wurde die KI weggeschossen. Uiuiui. Ui. Aber es sieht echt bei den Glasscrams auch nicht sehr gut aus. Ich glaube, das ist wirklich nur noch die blaue, wo hier eine Kanone drauf hat. Alle anderen sind hier komplett auseinandergenommen. Wo ist denn eigentlich gelb? Hier ist gelb. Wunderbar. Was für ein schönes Ding. 1:1 steht sie jetzt im Finalkampf zwischen MS Cassandra Marie und den Glasscrams. Und ja, dann wollen wir hier mal jetzt in den Finalkampf und es geht um den Sieg. Um den Platz Nummer 1. Wir laden die Rücken an Rücken. Einmal MS Cassandra Marie. Hier und Rücken an Rücken, so ungefähr. Zack, bumm. Die Glasscrams von Ruin in einem anderen Team. So. Oh, ah. Okay, das hat aber gar nichts mit Rücken an Rücken zu tun. Das muss ich nochmal machen. Vor allem, weil es jetzt wirklich um die Entscheidung geht, muss ich hier schon sauber arbeiten. Da muss ich jetzt natürlich F11 wieder drücken, sonst komme ich hier nicht voran. Tut mir jetzt leid für die kleine Verzögerung, aber das soll ja auch sauber sein. Ich will euch ja auch zeigen, dass ich das eben ernst meine und ernst betreibe hier. Wir haben einmal LS Cassandra Marie, NS Cassandra Marie 1. Zack, zack,
Und hoffentlich passt es jetzt mit den Glasscramps. Und wir haben hier jetzt bitte das einigermaßen... Ja, so passt's. Also, die Entscheidungsschlacht jetzt zwischen MS Cassandra Marie 1 und den Glasscramps in der ersten Runde der zweiten Staffel der Vorsicht Arena beginnt jetzt. Der Gewinner wird den ersten Platz machen. Schießt! 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 Und daneben geschossen. MS Cassandra Marie hat daneben geschossen. Macht nichts. Die Glasscramps machen sich wieder gegenseitig kaputt. Doch, das hat auch nichts zu bedeuten. Das hatten wir schon. Und letztes Mal hatten wir schon den Ausfall von MS Cassandra Marie. Da kommen Kugeln ohne Ende zurückgeflogen. Kaboom, boom, boom. Wo soll ich hinschauen? Überall explodiert. Ich fahre mal hier raus. Blau macht hier ein ganz cooles Ding. Eieiei, da explodiert's links, da explodiert's rechts. Eieiei. Ja, von MS Cassandra Marie kommt mehr rübergeschossen. Die schießt einfach viel schneller. Aber sie ist auch empfindlicher, da ein gezielter Treffer auf die KI, weil sie hat nur eine, macht sie unfähig zu kämpfen. Während natürlich, sobald ein Glasscramp weg ist, die anderen weiterkämpfen. Also nicht sobald, also obwohl eins weggeschossen ist, kämpfen halt einfach die anderen weiter. Aber die sehen hier schon wieder ziemlich ramponiert aus. Es schießen aber noch welche. Kriegen wir hier einen Treffer hin. Ja, und da hat es Munition erwischt. Hier an der Seite interessiert aber MS Cassandra Marie hier kaum. Sie schießt hier weiter. Hat hier gerade was bei Grün erwischt, wenn ich es richtig gesehen habe. Wobei Grün... ziemlich... nein, es sieht von Überwasser, sieht man Glas gar nicht so richtig, okay. Es sah ziemlich ramponiert aus, aber da ist noch viel da. Hat einen kleinen Tauchgang gemacht, ist wieder da. Es sind noch drei Glasscramps übrig, die hier noch rumschießen können. MS Cassandra Marie sieht noch... nicht mehr ganz so gut aus. Schießt sich auch selber ab wieder. Und gegen diese... irgendwie untertauchenden Glasscramps kommt es nicht an, wobei die unter Wasser jetzt auch nicht unbedingt so gut schießen können. Aber ja, das nimmt halt den großen Vorteil jetzt auch hier von MS Cassandra Marie weg. Und da macht er noch einen richtigen Sprung zur Seite, Orange hier. Während MS Cassandra Marie hier hinschießt und deswegen auch verfehlt. Und nein, da habt ihr gerade gesehen, wie vorne die Spitze weggeschossen worden ist. Durch dieses Altitude Fuse macht auf jeden Fall Sinn hier. Sehr gut gebaut. Ich bin echt begeistert. Leute, was ihr gebaut habt, ist richtig toll. Oh ja, rot. Hier auf jeden Fall aus dem Spiel. Da ist nichts mehr übrig. Kann ich wohl so sagen. Eieiei. Da hat wieder einer einen Tauchgang veranstaltet, aber trotzdem zerstört, oder? Ja, grün ging gerade unter, aber da wurde auf jeden Fall was zerschossen. Oder war das einfach wegen... dem hier, uiuiui, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Blau geht ziemlich weit weg nach hinten. Spannend, spannend. Grün, sehr mutig, geht in den Nahkampf über. Hat wohl noch ein bisschen Reserven an Munition. Und hier ein Volltreffer von MS Cassandra Marie. Grün auch aus dem Gefecht. Da ist nichts mehr übrig, aber wir haben noch Blau, Orange und Grün gilt doch noch als lebendig oder eben auch nicht mehr. Wir haben noch Orange und Blau. Blau sehe ich, Orange sehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Orange sich aufhält. Muss irgendwie auf Tauchstation sein. Ich habe keine Ahnung und da explodiert gerade Blau über mir. Zumindest mal das Munitionslager an der Seite. Aber ist auch nicht mehr manövrierfähig, somit auch der ganz wichtige Verteidigungspunkt quasi weg, weil ohne Bewegung leicht zu treffen, Munition komplett weg. Es scheint sich hier etwas anzubahnen und in dem Fall muss irgendwie Orange hier sein? Nein. Blau, Orange mit 64% sollte man doch irgendwie noch sehen. Hä? Ist das auch... das ist Orange, oder was? Orange ist hier hinten. Seht euch das an. Es ist hier unten auf dem Boden, zerstückelt sich irgendwie selber und kann von MS Cassandra Marie
nicht zerschossen werden, weil MS Cassandra Marie nicht unter Wasser kommt. MS Cassandra Marie ist tot. MS Cassandra Marie ist tot. Irgendwie kam es zustande, dass MS Cassandra Marie tot ist. Vermutlich wollte MS Cassandra Marie hinten zu Orange schießen und hat sich selbst die KI weggeschossen. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Nur weil dieses eine kleine Glas-Cram-Ding sich irgendwo hinten unter Wasser versteckt hat, weil es zu blöd ist, um über Wasser zu fahren. Ja, es ist ja eigentlich als Boot konzipiert, muss man auch ganz fair sagen. Und es halt untergegangen ist, hat MS Cassandra Marie an dieser Stelle leider verloren. Meine persönliche Meinung ist, in dem Fall eindeutig nicht verdient. MS Cassandra Marie hat jetzt meiner Meinung nach den besseren Aufbau gehabt. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, dumm gelaufen. Aber meine persönliche Meinung zählt hier nicht, denn es ist auch der Zufall oder einfach die Bedingungen, unter welchen das passiert, zählen auch dazu. Deswegen hier unsere Ergebnisse. Herzlichen Glückwunsch, MS Cassandra Marie, Platz Nummer 2 und Glass Crams, Platz Nummer 1. Verdient oder nicht verdient, kann man drüber streiten. Auf jeden Fall Platz 1 und Platz 2, wirklich super tolle Konstruktion. Sie haben es wirklich beide verdient. Leute, ihr habt da super coole Sachen konstruiert. Nochmal kurz durchgesagt. Auf Platz Nummer 4 haben wir Grün von Spielerpatent. Platz Nummer 3, Glasigel von 003. Platz Nummer 2, MS Cassandra Marie 1 von Jan. Und Platz Nummer 1, Glass Crams von Ruin, der auch noch den Designpreis abgeräumt hat und somit komplett abgestaubt hat in der ersten Folge der zweiten Staffel meiner Arena. Vielen Dank an eure Einsendungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel dabei lernen können. Es geht natürlich weiter. Es sind immer mindestens 2 Arenen offen, für die ihr einschicken könnt. Ihr könnt auf der Webseite einsehen. Aktuell, oder beziehungsweise die nächste Arena wird es sein, Flugzeuge mit Jetantrieb aus Lightweight Alloy mit Partikelkanonen. Ein ähnliches Szenario wie hier. One-Shot-Opfer sind garantiert. Wir werden gespannt sein, was da rauskommt. Wir sehen uns dann, sobald es soweit ist. Schickt mir Sachen ein und wie gesagt, nur weil ihr dieses Mal nicht drangekommen seid, nicht den Mut verlieren. Eure Teilnahmechance steigt damit erheblich an. Also, teilnehmen macht Spaß und man lernt viel dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt vorsichtig.